Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will auch den Disput der Herren nicht stören, aber Sie sehen hier die Folgen der Radverkehrspolitik in Düsseldorf. Ja, es ist wirklich so. Das sind Kopfsteinpflaster und Schienen am Hauptbahnhof. Ich setze natürlich darauf, dass die Düsseldorfer Ratsmehrheit auch mit FDP-Beteiligung das jetzt bessert, etc. Aber ich will es nicht versäumen, trotzdem zu sprechen, sehr geehrte Damen und Herren. Liebe FDP, ich hatte ja bei dem letzten Plenarantrag im Verkehrsbereich durchaus die Hoffnung, dass Sie sich in die richtige Richtung bewegen. Da ging es ja um Sanierung und Priorisierung von Sanierung, und da hatte ich schon einen ganz guten Eindruck. Da war inhaltlich, stand da viel Vernünftiges drin. Die Schlussfolgerungen, da hätte man ein bisschen nachbessern müssen, aber zumindest die Richtung stimmt. Aber das, was Sie jetzt vorgelegt haben, das ist ja wirklich kalter Kaffee der letzten 5 Jahre. Wie oft haben wir es hier diskutiert? Das hat der Kollege Jochen Ott jetzt angesprochen. Hoch und runter die Frage der Straßenpriorisierung. Und jetzt soll sie aufgehoben werden. Wie oft wir das diskutiert haben, das könnte ich Ihnen raussuchen. 20 oder 25 Mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Warum sollten wir diese Planungspriorisierung aufheben? Bis zum heutigen Tag sind von den 180 Projekten, die Sie eben angesprochen haben, Kollege Rasche, die wir ja auf grün priorisiert haben, maximal ein Viertel umgesetzt. Es gibt unglaublich viele Projekte bei Bundesstraßen, Bundesfernstraßen und Landstraßen, die überhaupt noch nicht in der Planfeststellung sind oder in der Realisierung. Deswegen, warum sollte man diese Planungspriorisierung aufheben? Worauf es ankommen würde, wäre doch, dass die Projekte, die zur Realisierung anstehen, auch endlich mal vorangebracht werden. Und dafür braucht es einen gut aufgestellten Landesbetrieb Straßen NRW, und es braucht auch gut aufgestellte externe Planer. Ich meine, dass man da ein Stück auch zu lange gewartet hat, auch mit der Reform von Straßen NRW. Das hätte man durchaus schneller machen können. Aber das jetzt den Grünen in die Schuhe zu schieben, das ist natürlich ein großes Kompliment eigentlich von Seiten der Opposition, aber das den Grünen in die Schuhe zu schieben, weil wir da auf der Bremse gestanden hätten. Wir haben von grüner Seite immer gesagt, dass es eine schnelle Strukturreform bei Straßen NRW braucht und dass man diese Dreierspitze reformieren muss und dass es eine vernünftige Leitung geben muss. Und deswegen, und das sage ich auch ganz offen, ärgert es mich natürlich auch, wenn von Seiten unseres Koalitionspartners jetzt es in die Richtung gezogen wird, dass es angeblich die klagenden Bürgerinitiativen sind, die Dinge aufhalten. Nein, ich glaube, wir brauchen ein besser aufgestelltes Planungszentrum in diesem Land über gut aufgestellte Regionaldirektionen von Straßen NRW, über eine effiziente Spitze und für einen vernünftigen Einsatz von Mitteln. In den 2 Jahren, wo das Verkehrsministerium einen grünen Verkehrsstaatssekretär hatte, sind keine Mittel nach Berlin zurückgegangen. Wir haben die Mittel 1:1 eingesetzt, und das würden wir auch wieder tun. Deswegen also die Planungspriorisierung aufzuheben. Die Planungspriorisierung aufzuheben, fände ich den völlig falschen Ansatz. Jetzt zu Ihrer Kritik am neuen Landesnaturschutzgesetz. Ich habe mir das im Detail angeguckt. Im Landesnaturschutzgesetz gibt es keine Formulierung in der Vorlage, die über das, was im Bundesnaturschutzgesetz drinsteht, hinausgeht. Das heißt, Ihre Forderungen, dass wir da Dinge herausnehmen, würden sich mit dem Bundesrecht brechen und auch teilweise mit Europarecht. Oder Sie müssten es noch mal klar herausarbeiten, was soll denn an der Vorlage geändert werden? Weil das ist ja eine Ihrer 4 Spiegelstriche, die Sie entsprechend im Antrag drin haben. Jetzt noch mal zu Straßen NRW. Wo wir konform gehen, ist, dass wir eigentlich mehr Stellen brauchen, dass wir gut organisierte Planerinnen und Planer brauchen. Aber das von Seiten der FDP hier so hochzuziehen, wo Sie in den 5 Jahren Ihrer Landesregierung 130 Stellen, und zwar Vollzeitstellen, abgebaut haben. Es waren ja noch mehr Köpfe. Es waren 130 Vollzeitstellen, die zwischen 2006 und 2010 rausgefallen sind. In den Jahren von 2011 bis 2016 sind immerhin 70 neue Stellen jetzt dazugekommen. Dass das mehr sein könnten, dass man mehr in Planung investieren könnte, das stellen wir nicht in Frage. Aber ich meine, so einen Antrag hier vorzulegen, wo man selber so eine schlechte Regierungsbilanz hat, ich meine, das sollte man doch dann unterlassen, wenn man sich nicht entsprechend blamieren muss oder will. Und zum Abschluss, ich habe ja durchaus die Worte von Herrn Fussem gehört und auch ein bisschen gegrinst, weil ich es auch gar nicht falsch fand. Die entscheidende Frage ist doch, wenn wir eine schnellere Planung haben wollen, wie organisieren wir die? Wie sieht denn ein neues Planungsrecht aus? Wir meinen von grüner Seite Bürgerbeteiligung first. Wir müssten Bürger frühzeitig einbeziehen. Ich würde aber auch sagen, dass das, was wir heute als Planungsrecht haben,
dass das einfach ineffizient ist und dass es zu lange dauert. Und das ärgert auch uns Grüne. Wenn ich mir alleine die Planung zwischen Köln und Düsseldorf beim RAX angucke, wo 7, 8 Jahre es braucht von den ersten Planungsschritten bis zur Umsetzung. Das kann schneller gehen. Aber da warten wir und da warte ich, und das würde ich mir auch dann von diesem Bündnis für Infrastruktur erhoffen, wo ja hoffentlich auch nicht nur SPD-Minister daran beteiligt werden, sondern auch noch künftige andere Fraktionen und andere Ministerien. Was sind die konkreten Vorschläge für eine Änderung des Planungsrechts im Bereich von Straßenbau und Straßenbauwesen? Wie schaffen wir es, vernünftige Bürgerbeteiligung frühzeitig zu organisieren, die notwendig ist, um auch mögliche Klagewellen sozusagen dadurch zu verhindern, dass Leute sich gut informiert fühlen? Und wie schaffen wir es dann, effiziente und zügige Planungsschritte schnell umzusetzen? Da sind wir von grüner Seite offen. Da warten wir auch auf Vorschläge, aber die entwickeln wir auch gerne auf unserer Seite, damit wir hier schneller Mittel, die aus Berlin kommen, 1:1 in vernünftige Straßen und vernünftige Schieneninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen realisieren. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, ich habe ein bisschen überzogen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege.